Ja, wenn die Fleischstücke größer werden und die Garzeiten sich deutlich verlängern, dann kommt ein Smoker ins Spiel. Natürlich auch wegen dem Raucharoma. Ich zeige dir in dieser Folge, wie man einen schönen eingelegten Schweinenacken am Stück auf dem Smoker herstellt. Einen eingelegten Schweinenacken aus dem Smoker herzustellen ist gar nicht so schwer. Du brauchst etwas gehackte Chilis, du brauchst Salz, brauner Zucker, Wasser und natürlich den Hauptdarsteller, einen ganzen Schweinenacken. Der hier wiegt so ungefähr 2,7 Kilogramm und mit dem fangen wir jetzt auch an. Als erstes schauen wir bei dem Schweinenacken nach unschönen Stellen. Die entfernen wir dann. Schauen wir mal die Fettseiten hier an. Das ist alles schön und brauchbar. Na, das steht ein bisschen ab. Das schneiden wir einfach in Form. Wie sieht die Seite aus? Ja, da hat man so eine Fettschicht. Die werde ich hier ein bisschen kürzen. So, wenn man dann soweit in Form geschnitten hat, dann geht man her, packt ihn wieder in eine Tüte ein, dann geht es ans Schauen, wie viel Wasser er verdrängt. Dann nimmst du ein ausreichend großes Gefäß, den Schweinenacken in der Tüte und zählst die Liter, die du einfüllst. Ja, dann wissen wir schon, das waren jetzt in meinem Fall 4 Liter und jetzt geht's weiter. Ist dann alles abgemessen und abgewogen, die genaue Formel und wie man das macht, schreibe ich dir in die Infobox. Dann füllen wir das Ganze in unser Wasser. Das sollte richtig schön eiskalt sein und natürlich auch die Chiliflocken dazu. Und jetzt rühren wir das Ganze auf. Alles gründlichst aufgelöst, dann lässt du das Fleisch ganz langsam sachte in die Brühe. Deckel drauf. Und das Ganze kommt jetzt in den Kühlschrank für mindestens 4 Tage. Nach den Tagen des Einlegens wird das Fleisch herausgenommen, trocken getupft und dann wird gerubbt. Da kannst du einen Rub deiner Wahl nehmen. Ich nehme hier den Kentucky Magic Dust Rub aus unserer Folge 43. Der funktioniert hier ganz gut. Und dann rubbt man das ganze Ding mal richtig ein. Und zwar von allen Seiten. Nicht so sparsam sein. Hier ist der Geschmack drin. Wer hier spart, bringt sich um ein Geschmackserlebnis.
halt mal ein bisschen. So, liegen lassen und Feuer anmachen. Den Smoker auf ungefähr 120 Grad vorheizen und das Fleisch auflegen. Wer sich wundert, was da unten drin liegt, das sind die Barbecue-Linsen aus Folge 81. Die passen da sehr, sehr gut dazu und außerdem die Topfpfanne ist ideal dafür. Deckel drauf und räuchern. Als Räucherholz nehme ich das würzige Erlenholz hier. Die Bezugsquelle dafür schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Probiert es mal aus. Sehr, sehr lecker. Lassen wir den Rauch mal los. Nach 2 Stunden im Rauch wird angefangen, etwas Feuchtigkeit hinzuzugeben. Und das mache ich mit Apfelsaft und Apfelessig im Verhältnis 2:1. Also in dem Fall 200 ml Apfelsaft, 100 ml Apfelessig. Die Kruste damit schön wieder aufweichen, ohne sie abzureiben. Und diesen Vorgang in einer Stunde wiederholen. Bei einer Kerntemperatur von 57 Grad bereite ich die Glaze vor. Ich habe mich für eine Schwarzkirschglaze entschieden. Die stelle ich mit auf den Smoker, damit sie sich schön erwärmen kann. So, und ab 60 Grad Kerntemperatur wird geglazed. Ab einer Kerntemperatur von 60 Grad beginnst du mit dem Gläsen. Ich habe hier diesen Schwarzkirschgläs gemacht. Der ist ganz einfach. Du brauchst aus Folge 79 die Barbecue-Grundsoße. Die ist etwas essigbasiert. Das hat den Vorteil, dass man dann hervorragend mit Marmeladen und Chilis das Ganze verfeinern kann. Habe ich in diesem Fall getan mit Schwarzkirsch. Also, dann streichen wir das ganze Ding ein. Und nochmal bei 65 Grad. Sind dann 70 Grad Kerntemperatur erreicht, ist das Fleisch fertig und kann angeschnitten werden. Und das machen wir jetzt. Dann kommt das Anschnittbild. So saftig muss er sein. Zugegeben, die Garzeiten, die Marinierzeiten etc. sind schon immens und ein Riesenaufwand. Aber der Lohn hast du ja am Ende gesehen. Dieses saftige Stück Fleisch, das schaffst du nur, wenn du low and slow arbeitest. Also mach's mal nach.